Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum heutigen, hoffentlich 14. Oktober 2024. Ich hoffe wirklich, dass ich dieses Video pünktlich an den Start bringe, denn heute am 14. Oktober 2024, sollte das Video später kommen, es war am 14. Oktober 2024, ist dieser Kanal 8 Jahre alt geworden und da wollte ich halt auch ein kurzes Video zu machen, dass ich sozusagen Geburtstag habe, also als Creator der YouTuber, habe ich dann am 14. Oktober 2024 Geburtstag. 8 Jahre, ja, ihr habt einige, die, also es gibt ja einige von euch, die alle meine Videos schauen oder fast alle meine Videos schauen. Herzlichen Dank dafür. Es gibt natürlich auch viele, die vereinzelte Videos schauen. Auch dafür Dankeschön. Schaut, was ihr möchtet. Hauptsache für jeden ist was dabei. Und einige von euch werden halt mitbekommen haben, dass ich letztens vor 3 Monaten ungefähr halt, vor etwas über 3 Monaten schon mal ein Video gemacht habe, wo es um einen Geburtstag ging. 15 Jahre Creighton's Comic Blog. Das war darauf bezogen, dass ich halt am 16. Juli 2009 insgesamt mit dem Bloggen angefangen habe, woraus dieser YouTube-Kanal ja dann später auch entstanden ist. Hier heute geht es natürlich nur um den YouTube-Kanal und da bin ich halt noch nicht 15 Jahre dabei, sondern seit 8 Jahren. Genau genommen auch seit etwas über 8 Jahren, weil ich habe mal geguckt, den Account erstellt, das kann man ja auch öffentlich nachsehen, Mitglied seit dem 30.08.2016, also könnte man theoretisch sagen, dass ich da Geburtstag hatte, aber das sehe ich nicht so, weil ich mir diesen Account damals nur erstellt habe, um kommentieren zu können. Ich hatte ja seit Jahren schon festgestellt, dass es auf YouTube auch sowas gibt, was ich halt als Blogger zu dem Zeitpunkt noch gemacht habe, jemand, also Leute, die kontinuierlich über Comics berichten, Reviews machen, Sammlungen zeigen, Charaktere vorstellen und so weiter, was ich halt seit 2009 auf dem Blog gemacht habe, gab es halt dann auch bei YouTube. Schon 2012 habe ich festgestellt, dass der legendäre Kanal Nerds to Nerds vom Celi und Malte sowas halt auch macht, habe ich auch schon öfter erwähnt. Und dieser Kanal war ein Grund, mir einen Account anzulegen. Und der andere Grund war Team Comics Fan 86, den ich seit 2015 verfolgt hatte. Er hatte Ende 2014 angefangen, hat jetzt auch Ende des Jahres 10-jähriges. Respekt dafür. Und bei denen, vor allem bei diesen beiden Kanälen, die ich dann halt schon geraume Zeit konsumiert habe, geschaut habe, wollte ich halt auch mal kommentieren. Mit dem André war ich schon vorher in Kontakt über Facebook, weil der halt seit 2010 meinen Blog verfolgt hatte. Das war ja sein Wiedereinstieg in Comics, sodass ich ihn schon ein bisschen kannte. Und den Celi habe ich dann erst später richtig persönlich kennengelernt. Und habe aber dort auch dann seit 2016 kommentiert. Auf jeden Fall haben mich, vor allem der André, hat mich ja dazu inspiriert und hat halt gesagt, ey, mach doch auch YouTube. Mach doch auch mal ein Video. Und dann war es halt am 14.10.2016, also rund 1,5 Monate, nachdem ich den Account hatte, war es dann soweit. Ich habe ein Video, was ich euch einblenden werde. Und falls ihr es guckt, es ist halt grauenvoll, aber es ist das Wichtigste, eins der wichtigsten Videos, weil es mein erstes ist. Da habe ich ein Video gemacht, was den wunderbaren Titel, muss ich selbst hier nochmal gucken, ist halt echt lange her, was den wunderbaren Titel Creighton Goes YouTube, kurze Vorstellung hat. Das ist ja ein einerseits internationaler Titel, Creighton Goes YouTube, ein bisschen hip. Und dann kurze Vorstellung ist halt bisschen altbacken. Auf jeden Fall, da habe ich halt ein Video gemacht, wo ich mich kurz vorgestellt habe für die, die mich noch nicht kannten. Einige kannten mich halt schon, aufgrund, dass ich ja zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre gebloggt habe, kannten mich dann halt einige. Und bei dem Video muss ich auch sagen, das Video ist damals mit einer eigentlich Fotokamera aufgenommen worden, mit der man halt auch kleine Filme machen konnte und
Ich habe mich dabei in den Einstellungen vertan, weil ich mich ja bei Fotokameras auf Fotos konzentriert habe. Sprich, das Video ist in einer absoluten Spitzenqualität von 360p. Ja, weil die Einstellung nicht stimmte. Später habe ich die mal geändert, dann war es 480p bei den ersten, bei ein, zwei Videos. Aber dann, diese Kamera war auch in der Lage, 720p, also das normale HD zu bringen. Allerdings, damals hatte ich kein vernünftiges Licht. Der Ton von der Kamera ist jetzt nicht so krass. So richtig Qualitätssprünge habe ich erst 2018 gemacht, weil ich das ja mit dem Handy hier aufnehme. Die haben mittlerweile so gute Kameras. Ich könnte sogar 4K, ich habe auch einige 4K-Videos gemacht. Ich halte nur 4K für YouTube praktisch unnötig. Ich mache halt jetzt in 1080 in Full HD. Wie dem auch sei. Damals war die Qualität noch ein bisschen anders, aber ihr könnt gerne, ich werde das Video einfach mal in die Endcard verlinken, könnt ihr ja gerne euch angucken, aber erwartet nicht zu viel von dem Video. Es ist nicht gut. Ja, und dann habe ich halt angefangen, das zu machen. Das Video kam gut an, hat auch mittlerweile 698 Aufrufe, war ziemlich krass. Ich schaue jetzt mal gerade, Ton ist aber aus, wann war das zweite Video? Direkt am 15. Oktober habe ich ein weiteres Video rausgehauen. Und dann gucken wir uns nochmal das dritte Video an, was mit einer besseren Qualität, etwas besseren ist. Auch am 15. Oktober. Das ist natürlich ganz krass. Ich habe also an einem Tag scheinbar direkt mal zwei Videos rausgehauen. Vielleicht sollte ich das auch mal wieder machen. Und dann gehen wir nochmal aufs vierte Video. Mein erfolgreichstes Video ever. Comics schützen, lagern. Wie macht es der Creighton? War dann am, lasst mich nicht lügen, 16. Oktober. Das heißt, ich habe in den ersten drei Tagen vier Videos rausgehauen. Krass. Echt krass. Zwei an einem Tag. Und beide gut geklickt gewesen. So. Auf jeden Fall, aber zurück zum ersten Video. Als ich das damals gemacht habe, beziehungsweise ich hatte es vorher schon so ein bisschen angekündigt. Ich hatte dann vorher irgendwann gesagt, der André hatte halt gesagt, ey, mach mal und so. Und dann habe ich das schon kundgetan. Ja, eventuell würde ich mal YouTube-Videos machen. Zack, 9 Abonnenten ohne Videos. Dann habe ich das erste Video online gestellt. Und hatte relativ schnell am ersten Tag 20 Abonnenten, also nochmal 11 dazu. Diese Starts ist halt heutzutage, weiß ich nicht, ob man wieder diesen Start hat. Man muss halt dazu sagen, ich war damals halt nicht unbekannt als Creighton. Das heißt natürlich so von der Ansicht her schon, aber ich war nicht unbekannt. Und mittlerweile sind halt 8 Jahre vergangen, über 1500 Videos. Ich habe über 2260 Abonnenten, das schwankt ja immer mal ein bisschen. Herzlichen Dank. Es ist so ein Wahnsinn. Und ich habe in der Zeit, in der ich das mache, auch einige Highlights erlebt. Ich habe Leute kennengelernt, sowohl viele Comic-Tuber-Kollegen, wo ich mit einigen echt gut bis heute Kontakt habe und man sich austauscht und so weiter. Habe da durch YouTube halt diese Möglichkeit gehabt. Ich habe viele Leute auch schon persönlich getroffen, und zwar auf der Kölner Comic-Messe. Ich war dann im November 2016. Und ihr müsst wissen, ich habe im Oktober 2016 halt mit YouTube angefangen. Ich war im November 2016 auf der Kölner Comic-Messe und da war ich seit Jahren vorher nicht mehr gewesen. Und da bin ich halt erkannt worden. Man hat mich zwar auf dieser Messe noch nicht angesprochen, schrieb mir aber später unter das Video, ob ich denn auf der Messe gewesen wäre und nicht diese Cap angehabt hatte. Weil diese graue Superman-Cap, die habe ich seitdem, die hatte ich halt zufällig an dem Tag an, und seitdem ziehe ich die immer auf der Kölner Comic-Messe an. Und bei allen Videos, die damit zu tun haben, und habe die halt heute für dieses Geburtstagsding auch mal angezogen. Auf jeden Fall. Ja, und so ging es dann weiter. Ich wurde ja immer größer, im Sinne ich selber nicht. Aber ich wachse einfach nicht mehr. Ich bin wohl ausgewachsen in meinem Alter. Aber der Kanal wächst halt immer weiter. Und dann habe ich halt so Sachen erlebt, dass ich
wenn ich jetzt zum Beispiel auf so einer Messe bin, dann werde ich angesprochen, dann werde ich erkannt von zig Leuten. Meinem ältesten Sohn war ich auch schon mal da und der hat halt das auch mal hautnah mitbekommen. Wir sind schon im Parkhaus angesprochen worden, wo mich der erste Abonnent gesehen hat. Dann auf der Messe haben viele mich erkannt. So. Das war halt echt ungewohnt, als das anfing. Da, wo ich mit meinem Sohn war, war das schon sozusagen, kannte ich das schon, aber wo das erste Mal, wo die Leute mich erkannt haben, das war schon seltsam. Zum Beispiel weiß ich noch, das war auch, glaube ich, im Jahr 2017, ich war auf der, also war halt noch nicht lange dabei, ich war auf der Gratis-Comic-Tag, war ich, vorher war Messe und dann war Gratis-Comic-Tag und beim Gratis-Comic-Tag war ich in einem Shop in Düsseldorf und da hat mich so ein Junge, ja, 12 oder so wird er gewesen sein, hat mich halt angeguckt, aber nichts gesagt. Ich bin auf jeden Fall raus, dann hat mich so eine Frau angesprochen, ja, ob ich YouTube machen würde. Ich sag ja. Ja, hier mein Sohn, der ist wohl Fan. Könnten Sie vielleicht mit ihm ein Foto machen? Da habe ich weiß nicht, ob er mich noch verfolgt, aber wenn, gerne mal reinschreiben, das ist halt auch Jahre her. Ich habe das Foto auch noch, ich habe es ja auch dann bekommen, er hat ein Foto mit mir haben wollen. Und danach hat sich die Comic-Shop-Mitarbeiterin, die sagte, oh, wir haben ja Prominenz im Haus und so, hat sie so ein bisschen lustig gemacht. Und meine damalige Freundin, also die Mutter von meinem Ältesten, war halt auch mit meinem ältesten Sohn, die haben halt auch gelacht. Und dann hat mich so ein älteres Pärchen angesprochen am selben Tag. Ja, du warst ja letzte Woche auch auf der Messe. Ja, war ich. Und so weiter, ne? Also diese Sachen. Ja, und in den Jahren sind solche Sachen passiert. Also ein gewisser Bekanntheitsgrad in der Szene, der halt komplett ungewohnt ist. Und danach, muss man sagen, habe ich auch also Dinge erlebt, was ich ja immer wieder erwähne. Ich habe Comic-Spenden bekommen, ich meine, das sind über 60 Folgen jetzt. Dann habe ich auch Figuren, DVDs zuletzt. Einfach krass. Einfach krass, was ich alles schon bekommen habe. Anfragen von Verlagen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, das gab es ja auch. Wobei da es auch vorher beim Blog schon was gab, aber in dem Umfang, wie das danach passierte, gab es das nicht. Ich mache halt nur nicht so viel, also was Rezensionsmaterial angeht, mache ich ja immer mal was, freue mich sehr über diese Möglichkeit, aber nicht so in dem Umfang, wie ich könnte, weil da einfach auch die Zeit fehlt und ich auch nicht alles lesen muss, was es so gibt. Ich mir das schon aussuche, aber das sind halt ganz coole Möglichkeiten und großartige Möglichkeiten. Dann fing es ja irgendwann an, ich glaube im Jahr 2017 dann auch später, dass ich Partner werden durfte und Geld verdienen durfte mit meinem Hobby. Das müsst ihr euch auch mal vorstellen, das ist ja absolut krass. Also zwei Punkte eigentlich. Als ich anfing als Kind mit Comics und mich dafür interessiert habe, da hätte ich ja nie damit gerechnet, dass ich mal sozusagen eine Art Fernsehsender in Anführungsstrichen darüber machen würde, dass ich Videos darüber machen würde und mit anderen teilen würde. Das ist halt krass. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich damit auch Geld verdienen würde. Natürlich nicht so hauptberuflich, das wäre sehr schön, aber dass man überhaupt mit seinem Hobby auch ein bisschen Geld verdienen darf, ist ja Wahnsinn. Das sind natürlich so Highlights. 8 Jahre, ja, genug jetzt davon. Schreibt ihr mir mal rein, wie lange ihr schon den Kanal verfolgt, wenn ihr das wisst. Das würde mich sehr interessieren. Seid ihr seit 8 Jahren dabei, seit 7 oder seit einem Monat? Das ist immer sehr interessant. Gerne mal reinballern in den Kommentarbereich. Und dann natürlich noch, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal so ein Geburtstagsvideo machen. Vielleicht dann über das abgelaufene Jahr sprechen. Und dann, falls ich so lange durchhalte, das ist ja immer eine Motivationssache, würde ich halt auch zum 10-Jährigen dann wirklich mal ganz intensiv nochmal auf die ganzen Highlights und Rückblicke und so weiter eingehen. So viel an dieser Stelle. Danke fürs Zusehen. Reinschreiben in die Kommentare, seit wann ihr mich kennt oder das hier verfolgt.
Gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Gerne den Kanal auch abonnieren, wenn ihr jetzt dazugekommen seid. 8 Jahre mache ich das jetzt und ein bisschen weiter will ich das auch noch machen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao.